wo mein Körper mir heute Morgen gesagt hat, Björn, bleib einfach liegen. Und dann habe ich mich den ganzen Tag mit Silent Hill Ascension beschäftigt, was ja so wunderbar großartig ist. Das, ich weiß nicht, bin ich da automatisch jetzt eingeloggt, wenn ich da drauf gehe? Ich glaube ja, ne? Kannst du das hier vielleicht gerade auch mal zeigen? Ich habe das nur im Browser gespielt, weil ich wollte halt das Footage aufnehmen und ich wollte jetzt nicht noch irgendwie mich auseinandersetzen, wie ich das irgendwie gut irgendwie mein iPhone oder so abgreifen kann oder irgendwas. Ich liebe einfach den Charakter, den ich gebaut habe. Aber das ist echt so geil. Das ist echt so geil. Vor allem einfach auch, dass sie diese Buchstaben dafür, die Zeichen dafür gewählt haben, für die Influence Points. Und dann hast du halt wirklich hier den fucking Store und das ist einfach so, yo Bro, willst du einfach mal 24 Euro für Punkte ausgeben? Und das ist so absurd. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Leute... Ich liebe auch, dass es hier so, du hast Platinum-Entscheidungen. This decision can have a large impact on the story. Und die anderen irgendwie nicht so oder so, keine Ahnung. Und du siehst dann halt wirklich da halt, hier, du kannst da drauf gehen. Wo war das? Irgendwo konntest du draufklicken, um zu sehen, wer die meisten Punkte irgendwie gegeben hat. Ah, genau, hier Statistik. Das heißt, du hast jemanden, der hat 35.000 Punkte ausgegeben. 35.000 Punkte. Das wäre alleine in der Währung, ne, du hast 35.000, das wenn du die günstigsten gekauft hättest, dann wären das über 30 Euro gewesen. What the fuck? Und das ist nicht so, als ob du dir irgendwie großartig schnell Punkte davon erspielen kannst. Also ich hatte irgendwie am Anfang, du startest das, du kriegst irgendwie 2K oder so. Und dann kannst du hier in diese Minispiele machen. Auch so voll geil, einfach, oh, du willst 3 der 4 Minispiele machen, kauf den Season Pass. Season Pass kostet, warte, bin ich hier auf den da, Founders Pack? Ich weiß nicht, warum das bei uns, das heißt irgendwie jetzt Founders Pack oder so. Weil am Anfang, wenn du dieses Einführungsvideo guckst, was eben Genvid aufgenommen hat, dann steht da halt auch wirklich Season Pass und jetzt haben sie es in Founders Pack umbenannt. Das ist einfach, vor allem das kostet, warum kostet das in Euro wieder mehr? Das kostet irgendwie 20 Dollar und bei uns kostet es 24 Euro. Die blöden Ficker. So, was kriegst du dafür? Kannst du dir einfach wieder einen fucking Battle... Das ist halt auch ein Battle Pass gleichzeitig noch. Hier nennen sie es da... Bis irgendwie Founders Pack und dann hier View the Season Pass. Und du kriegst einfach... Oh mein Gott, du kriegst nochmal 4000 EIP zurück. Und dann irgendwelche Sticker, die du wieder freischalten musst. Damit du sie im Chat posten kannst. Aber warum sollte ich Sticker posten, wenn ich Hideo Kojima Kami in my tummy posten kann? Warte, ich will einfach mal gerade, weil ich hab das gerade. Also Euro. Ja, aber die Kaufkraft, du musst die Kaufkraft in dem jeweiligen Land mit einberechnen. So, die sollten eigentlich nicht, das sollte in Euro nicht mehr kosten. Das ist Schweinerei. Aber genau, du hast dann hier diese Mindfulness-Dinger. Participate in Mindfulness-Puzzles to improve a character's hope, raising their chance of survival. Das ist momentan, oh nein, Karls Hoffnung. Oh nein, Karl, seine Hoffnung ist so weit unten. So, vor allem ist das auch 100% manipuliert wieder von Genvid, weil die einfach im Hintergrund sagen können, ja, wir machen den Charakter jetzt negativ, damit Leute das mehr spielen. So, Shapeshifter, keine Ahnung, ich kann es mir nicht mal ansehen, weil es kostet mich halt Geld. Vor allem, du musst halt direkt diesen Season Pass für 24 Euro kaufen, aber dieses fucking Dingensspiel, ich weiß nicht, kann ich hier... Get access to all levels. Da, Level 2. Hier, du kannst einfach das spielen. Ready. Aber es ist halt... Und es kommt nur auf das Ding hier oben an. So, du kriegst nicht
irgendwie mehr Punkte, wenn du irgendwas machst? Es ist so bescheuert. Und du kriegst halt keinen Punkt abgezogen. Du kriegst keine Punkte mehr, wenn du drauf richtig drauf drückst. Vor allem, woher soll ich von der Musik her wissen, welchen Akkord ich denn drücken muss? Weißt du, du machst einen Akkord. Wie soll ich den denn Das ist so bescheuert. Es ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und dieses Minispiel Codebreaker, ich habe das ja auch schon im Video erklärt, aber da ist das genauso bescheuert, weil das ist ja an sich Mastermind geklaut. Und beim Mastermind hast du es eigentlich so, du gibst halt ein Passwort ein und dann wird dir nur gesagt, hey, von diesen 5 sind so viele komplett korrekt und so viele sind das korrekte Zeichen, aber am falschen Ort, damit du halt nicht weißt, welche das genau sind. Hier sagt dir das Spiel das einfach. Weißt du, als ob es Wordle wäre. So, sie haben sich das nicht von Mastermind abgeguckt. Sie haben sich das von Wordle abgesehen. Aber bei Wordle ist es ja so, dass es wesentlich mehr Zeichen gibt. So, du hast ja das komplette Alphabet zur Auswahl. Das heißt, wenn du das hier lösen willst, dann machst du einfach, okay, ich wähle jetzt die einzelnen aus. Oh, und jetzt habe ich einfach schon ein komplett korrekt. Die weiß ich, dass die an anderen Stellen sein müssen. Also kannst du es auch einfach nur einmal kurz verschieben. Dass du dann hier, okay, das heißt, wir haben jetzt blablabla. Das heißt, hier mache ich dann das Symbol. Dann mache ich hier das Auge. Oder dann mache ich hier das komische N-Symbol. Und dann wähle ich hier einfach ein anderes aus. Und die Sache ist, es gibt jetzt auch nicht so unfassbar viele. Das heißt, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast 6 Symbole, 5 zum Auswählen. Das heißt, jetzt habe ich schon alle überprüft. Ah, 2 sind richtig. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße, wirklich. Also ich habe jede Version, die ich davon gemacht habe, habe ich damit im dritten Ansatz gelöst. Every time. So, aber weil ich es ja schon gemacht habe, kriege ich auch keine Erfahrungspunkte und keine Punkte. Das heißt, du kannst das damit auch nicht irgendwie weiter sammeln, wenn du diese Puzzle dann immer weiterspielst. Das ist so... Ne, und jetzt und die nächste Folge ist einfach mal bei uns um 2 Uhr morgens. So, um 2 Uhr morgens kommt das. Und du hast jetzt nicht irgendwie, hey, wir haben einen Livestream für die und die Zeit, wo wir dran teilnehmen können. Nein, wir haben einfach nur einen globalen Livestream, der sich an den nordamerikanischen Markt richtet. So, bei den Sprachen auch genauso. Das ist so, oh, Textlenk, ne, du hast, alles ist nur im Englischen vertont. Aber hast du, nee, hast du nicht. Hast du nicht. Du hast nur Sprachen. Ich meine, wenn du hast eben Japanisch, okay, weil es dann, okay, das ist von Konami ausgehend, das heißt, du hast es eben auch noch im japanischen Raum, aber ansonsten alles eben Sprachen, die dann im amerikanischen Raum, ne, also im Nord- und Südamerikanischen eben auf der Zeitebene. Das heißt, für Europa vollkommen egal, vollkommen scheißegal. Und dann hast du diesen Typ, ich weiß nicht, ob das, gibt es dieses Vorgespräch? Warte mal, das war Silent Hill Ascension. Jesus! Wie heißt das noch? Ich glaube, mit Greg Miller war das irgendwie, dieses Vorgespräch. Anderthalb Stunden geht das. Das ist so eine Werbehure, der Typ, holy shit. Ja, da kann ich jetzt, glaube ich, nichts gut von ausgehen. Aber du hast das mit diesem, ich weiß nicht, CEO oder so von der ganzen Firma noch das Gespräch drin. Das ist so ein Rotz einfach. Das ist so ein Rotz. Hat auch sehr gut geklappt. Auf einem 300.000 Abonnentenkanal, 13.000 Aufrufe. Das war richtige Wahl, sich dafür zu entscheiden. Haben sehr viele Leute sich angesehen. Vor allem, du siehst das schon bei 230 Up-Dudes, werden das die meisten wahrscheinlich nicht gemocht haben. Das ist wirklich eine Katastrophe, das ganze Ding. Wie stehst du zu Skateboard-Videospielen? Ich liebe gute Skateboard-Videospiele. Ich liebe Tony Hawk. Ich mag die Skate-Reihe. Ich bin eher der Arcade-Typ. Das heißt, alles, was eher wie Tony Hawk's Pro Skater und daran angelehnt ist. Ich finde die realistischere Schiene ganz okay. Aber ist jetzt nicht mein präferierter... meine präferierte Ausrichtung, sagen wir mal so. Aber bis auf Skate habe ich... Alles, was ich da ausprobiert habe, kommt halt irgendwie nichts dran, ist nicht irgendwie richtig polished oder so. Ich meine, ich habe jetzt die aktuellen Sachen, 2, 3 davon, glaube ich, nicht gespielt, aber
Ja, ist jetzt auch nicht so, als ob es mich so direkt irgendwie hinreißt, ja. Man kann mit 100k ein Video noch einwerfen. Nee, es gibt noch, ich meine, es gibt irgendwo schon Programm, aber ja, ich wollte jetzt einfach nur, weil die Sache ist, ich habe zwar gerade alles vorbereitet dafür. Also theoretisch könnte ich irgendwas spielen, aber die Sache ist, dass ich jetzt um die Uhrzeit, weil ich wollte dann Alan Wake 2, glaube ich, einfach morgen in Ruhe spielen. Weißt du, dann kann ich morgen das Video raushauen. Ich muss morgens eh früh raus, um zur Physio zu gehen. Und dann werde ich danach einfach das Video für den Tag vorbereiten. Und dann wahrscheinlich irgendwann so im Verlauf des Nachmittags dann anfangen. Einfach nur, damit ich das dann morgen endlich mal durchbekomme. Deswegen. Ja, und ich habe die Konsole einfach gerade noch an, damit Talos Principle eben installieren kann. Alter, das ist es, dass das auch wieder so 80 Gigabyte groß ist. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte so, ja, okay, Talos Principle 2 lade ich einfach nochmal schnell runter. Dann sind das irgendwie, ich weiß nicht, wie viel sind das? 78 oder so? Ja, ich glaube, das waren auch irgendwie 78 oder so insgesamt. Ne? Oder, nee, hier, da 72 unten leider gerade runter. Ah ja, das ist echt insane. Videospiele einfach zu groß. Wir sollten mal wieder dahin zurückgehen, dass das Videospiel einfach nur so ein paar hundert Kilobyte groß sind oder so. Das ist viel besser. Die anderen Rätsel sind bestimmt besser. Ja, dafür lohnt sich der Season Pass auf jeden Fall dafür, ja. Nächstes Donation Goal Björns Hoffnung nennen. Oh. Moin, ich habe mir gerade ein Video auf YouTube angesehen. Danke dafür. Wieso machen die so eine geniale Spielereihe kaputt? Wirklich schade. Also, Geld. Geld. Geld, Geld, Geld. So, die sind. Ich weiß das halt noch genau von damals, als ich auch. Ne, das sind so Marketingprojekte. Das sind so genau Projekte, da wird dann einfach an die Firma herangegangen. Und dann so, hey, guck mal, was wir hier machen mit den IPs und oh, wir haben hier diese Technologie, mit dem wir das Stream-Overlay und da können wir dann einfach sehr viel Kohle mit abfarmen von den Leuten, bla bla bla. Und dann ist Konami einfach so, Geld? Was? Oh, und ihr könnt das sogar noch relativ kostengünstig machen. Ja, dann machen wir das ja auf jeden Fall irgendwie gerne. Das heißt, ja, das die einzigen beiden Projekte, auf die ich, bei denen ich irgendwie Hoffnung habe oder mich drauf. Ich will nicht sagen freue, aber zumindest gespannt darauf bin, was rauskommt. Das ist dieses Silent Hill Towns, irgendwas war da, was das war, von den Leuten, die Observation gemacht haben. Weil Observation einfach ein cooles, ja, so Sci-Fi, ich will nicht sagen wirklich Horror, aber halt schon in dem Sci-Fi-Bereich. Oh, vielen Dank für die Bits, vielen, vielen Dank. danke für das Kompliment, ich gebe mir Mühe, ja. Maximale Größe von 20 GB einführen, genau. Alter, die müssen einfach wie Schienen darauf gepolt sein, ihre Dateigrößen zu minimieren. Weil das ist. Die sind abartig. Die sind abartig in der Optimierung. Ich glaube, was ist das irgendwie? Deren letztes Spiel war The Tourist. Das sind, glaube ich, auch nur ein paar Mega. Ich glaube, das ist unter einem Gigabyte oder so. Und das Ding, das war eines der ersten Spiele, das nativ in 8K lief oder so, auch nachher. Ich meine, die haben das ja auch, die hatten ja das Fast Racing. Das war das, was auf der Wii, glaube ich, noch rauskam, ne? Bevor Fast Racing nie oder auf der Wii oder so. Die hatten irgendeine Download-Begrenzung und mussten dann das Spiel nochmal so krass komprimieren. Das ist absurd einfach. Ach stimmt, Stories Untold war auch von denen. Das muss ich noch spielen. Stories Untold habe ich bei Steam, glaube ich, drauf. Das muss ich mal spielen. Observation habe ich mir damals, glaube ich, war das kostenlos bei App bei das war das glaube ich mit das oder ich hatte es glaube ich gekauft oder so. Das ist glaube ich so mit das einzige Spiel, was ich im Epic Store jemals gekauft habe oder so. Ich habe auch mittlerweile aber die Xbox-Version dafür. Fast Racing Neo, Wii U, Fast Racing RMX auf der Switch. Ich weiß, war nicht noch davor irgendwie eins? Ich bin nicht mehr sicher, ob die noch irgendwas auf der Wii gemacht haben oder so, ja. Wie viele hasserfüllte Videos wirst du dazu machen? Wahrscheinlich nur zwei. Also wahrscheinlich jetzt erstmal nur das, was ich jetzt rausgebracht habe heute. Und dann werde ich wahrscheinlich einfach abwarten, bis das Ganze durchgeht. Ich hatte mir auch schon überlegt, einfach zu warten, bis die ganze Story durch ist. Und dann in einem langen Stream mir das komplette Ding einfach ansehe.
Weil ich habe einfach echt, selbst diese halbe Stunde, die ich heute nur nachgeholt habe, das war so anstrengend. Das war so anstrengend, das zu gucken, weil das so unfassbar langweilig war. Und nur zwischendurch, wenn die Animationen wieder richtig schön scheiße waren oder irgendwas Bescheuertes passiert ist, habe ich irgendwie mal zwischendurch gelacht oder so. Deswegen, ich glaube, das in einem Stream oder so anzusehen, dann würde ich mich nicht so allein, dann halte ich es wahrscheinlich auch überhaupt erst aus. Jo, Salvi, guten Abend. Genau, gab noch einen Vorgänger auf der Wii, der nur 65 Megabyte groß war. Genau, deswegen, den habe ich nie gespielt, aber ich meine, irgendwie sowas im Kopf gehabt zu haben. Weil ich habe nur Fast Racing Neo auf der Wii U gespielt. Das Switch-Ding habe ich, glaube ich, auch. Oder habe ich das? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ja, das soll mehrere Monate lang gehen. Es ist natürlich auch noch so die Frage, wie sie das vorbereitet haben, alles. Wie sehr das geplant ist, ob je nachdem, wie erfolgreich das dann ist, weil, ne, die haben ja die Bewertung aus dem App Store rausgenommen. Ich kann mal gerade gucken, ob sie die wieder drin haben oder immer noch raus ist. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich wusste gar nicht, dass man das ausschalten kann. Aber ja, ich habe auch schon von mehreren Leuten gesehen, die... Oh, nee, sie ist wieder aktiv. Sie ist aktiv, zumindest im Deutschen. Es sind nur 25 Bewertungen und bei 2,5 Sterne. Ich weiß nicht, ob beim App Store dann nur der Deutsche angezeigt wird in dem Fall. Nur die ganzen Bewertungen, aber ja. Warte mal. Vor allem, du hast auch wieder so ein paar 5-Sterne-Bewertungen drin und der Rest ist fast eigentlich nur 5 und 1. Ja, genau. This game, 5 Sterne. If this is a game, then it has the best graphics. Ja. Das ist garantiert nicht gekauft. Das ist garantiert nicht gekauft. Oh, hervorragend. Was ist da? Most favorable. Ja, und das ist auch der einzige mit Text. Die einzige 5-Sterne-Bewertung mit Text. Und ansonsten gibt es noch eine 2-Sterne-Bewertung. Das ist hervorragend. Ja, weil als ich... Ich kann das ja... Warte mal, wir können hier gerade noch mal reingehen. Dann können wir nämlich gerade gucken, ob sich das jetzt mittlerweile geändert hat. Weil als ich heute Nachmittag das Ganze aufgenommen habe... Da war es... Oh Gott, ist das... Wo war das denn? Wo konnte man das machen? Yeah. Das ist bei... Nee, Goals. Oh, ich kann auch meinen... Oh, Leute, ich habe noch 1000. Oh, ich habe 1000 dazugeholt. Holy shit. Wo war denn diese fucking Möglichkeit, dass ich mein Avatar, oder war das dann hier irgendwie, Moments of all time. Es gibt diese Möglichkeit, dass du dich in die Serie irgendwie einkaufst, aber das ganze Ding ist hier wieder so bescheuert, so beschissen aufgebaut. Lass mir kurz wieder ein bisschen Musik reinmachen. Das war hier Catch-Up, Episodes. Vor allem, das ist auch so, du gehst auf Episoden. Und dann ist einfach alles zusammengefasst. Du kannst keine Episode hier drin auswählen. Das ist einfach so ein langes, ein Videoplayer, wo du dann von Episode zu Episode drin gehst. Und das sind einfach nur so die, keine Ahnung, wichtigsten Momente oder so da draus. I don't care. Ich war doch selber da drauf. Influence Points. Wo zum Fick war das? Hier bei Coming Next auch nicht. Keine Ahnung, weil ich wollte nämlich sehen, wie viele... Alter, hier das erste 19 Millionen Punkte. 42 Millionen reingegeben. Du hast ja noch nicht das Faunus Pack geholt. Oh. Ja, der muss noch ein paar... Ah, hier ist das. Ah. Ah, du musst... Oh, sorry. Du musst hier auf das zweite Ding draufklicken und dann kommst du rein. Da. 2000 von diesen... Und die Tickets kosten 600.
Das heißt, ich kann, oh Leute, ich habe jetzt 4 Tickets drin, vielleicht kommt mein Avatar drin vor in der neuen Episode. Aber ja, das war heute Nachmittag, als ich mein Footage aufgenommen habe vor 6 Stunden, war das bei 1400. 1400. So, das können die mir nicht erzählen, oh mein Gott, das sind Millionen Leute, die dabei zusehen. Und dann hast du nur 2000 Tickets, die eingereicht werden. Das ist vollkommen absurd. So, weil hier, wenn du nämlich dann auf die Sachen drauf gehst und dann haben da Leute irgendwie, ne, du gehst hier, warte mal, ich kann hier bei der, das ist die, wo die meisten Leute hinzugegeben haben. Und die Top-Leute, hier hat jemand 60.000 dazu getan. 60.000. Das sind 50 Euro, wenn du das alleine in den Punkten kaufst. 50 Euro. Um eine Entscheidung zu wählen, die nicht getroffen wird, weil die liegen 20 Millionen Punkte zurück. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das hier nicht getrifft, weil wenn nur 2000 Tickets eingelöst wurden, die 600 jeweils kosten und du kannst mehrere Tickets davon kaufen. Das heißt, du hast nicht mal 1000 Leute wahrscheinlich, die irgendwie Tickets eingereicht haben. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die organisch auf irgendwie 42 Millionen gekommen sind. Also das ist hundertprozentig irgendeine, ne, weil die können ja, du siehst es ja nicht, die können im Hintergrund einfach die Zahlen verändern, wie sie wollen, ne. Ja, das läuft auch überhaupt nicht gut, wenn du das hier in dem Player und so alles ansiehst. Auch der Episodenplayer und alles, das ist absolut grauenhaft. Ja. Nee, ich glaube, es ist höher, stimmt, weil über das Interface, es können auch Leute, die in deinem Stream, die haben, glaube ich, irgendeine Twitch-Integration, dass dann Leute, die im Stream sind, können auch noch mit entscheiden. Das heißt, solange das einfach nur irgendwelche Leute mit ein paar hundert oder tausend Personen, die dann zusehen, damit jeweils Punkte abgeben, kriegst du es wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Aber ne, daran merkst du einfach den krassen Unterschied, weil, wie gesagt, das ist jetzt hier für 2000. Das ist nix. Das ist absolut nix. Und wie das dann in dem Ding aussieht, warte mal, ich glaube, das ist sogar bei dem Ketchup hier drin. Genau, das ist dann so Karl's Statement. Das ist übrigens der Player, hervorragend. Ich weiß nicht, kann ich hier die Lautstärke irgendwie... Would you like some coffee or something? Oh, Jesus Christ. I gave up coffee when I was pregnant. So, das sind die Cameos. Das sind die Cameos. Das heißt, Leute haben dafür Geld gezahlt, damit ihr Avatar so im Hintergrund kaum zu sehen ist. I never went back. I understand, Ingrid, I have been feeling ill for a while. Und dann sind sie in die meisten right. Szenen so, ah, hier, guck mal, das ist dein Avatar. Bist du nicht froh, dass du dafür Geld ausgegeben hast, dass dein Avatar hier richtig deutlich im Hintergrund zu sehen ist und der andere, der hier offscreen irgendwo ist? Last night worse than usual. I'm not... I'd have to think. There will be an autopsy. So we'll have answers soon enough. Oh, meine ganzen Avatare im Hintergrund, die immer zu sehen sind. Ey, es ist so kacke strong. Einfach. Es ist so kacke. Oh, Lucina, guten Abend. Auf meinem iPhone 5 Pro Max hat jedes einzelne Video mittendrin irgendwann gebuffert und endlos geladen. Oh. Ja, es ist eine Katastrophe. Ja. Ich wusste nicht, dass wir Dailies in einem Horror-Franchise brauchen, ja. Weißt du, vor allem, wenn sie es irgendwie nur als so ein Event gemacht hätten, weißt du, du lässt eine Serie kreieren und dann hast du einfach ein paar Folgen, die laufen und dann kannst du irgendwelche Entscheidungen oder so am Ende treffen, einfach die Leute abstimmen lassen. Das wäre, oder es einfach nur als so ein Telltale-Spiel. Das wäre so viel, es wäre immer noch Kacke gewesen, garantiert, aber es wäre so viel besser gewesen. Das ist einfach nur dazu da, um von irgendwelchen Leuten mit zu viel Geld Kohle abzuziehen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass da großartig Leute, vor allem in der Handlung ist bisher einfach nichts passiert. Es ist nichts passiert und es ist dann so irgendwie, oh ja, how will Rachel explain Joy's death to the elders? Because I doubt it. Because I'm cursed. Because I'm blessed. Und es ist so... So, sie wird's einfach... Die Sache
wird so oder so angesprochen, es ist einfach nur in einem Nebensatz, was dann gesagt wird. Aber es ist eine Platinum-Entscheidung. Das heißt, wird einen großen Impact auf die Story haben. Es ist so doof. Es ist so egal. Naja.